Einen schönen guten Abend. Wir übertragen live aus der Alten Schmiede. Und ich darf heute das Trio Dobona präsentieren. Nicole Henta, Flöte, Vera Kana, Klarinette und Menan Belveniku, Klavier. Ich freue mich sehr auf das spannende Programm. Es gibt aber eine kleine Änderung. Das Stück von Luciano Berio wird durch die Passacaglia von Dohnányi ersetzt. Ja, das ist alles. Das nächste Konzert, das Konzert, das für den Freitag geplant war, wurde abgesagt. Das nächste Konzert findet nächste Woche am Mittwoch statt. Wenn Sie am Laufenden gehalten werden wollen, dann abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Viel Vergnügen. Ich darf jetzt das Trio Dobona präsentieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Konzert spielen dürfen. Es ist natürlich nicht leicht, in solchen Zeiten wie diesen Konzerte zu organisieren, aber wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat über diese Plattform. Wir sind sehr dankbar, dass wir über das Internet dann in euren Wohnzimmern oder wo auch immer Gast sein zu können. Wir beginnen jetzt gleich mit Maurice Emmanuel, ein Komponist aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, in Bar-sur-Aube in Frankreich geboren, in Dijon aufgewachsen, hat im Pariser Konservatorium studiert unter Léo Delibes, war sehr befreundet mit Claude Debussy und auch César Franck. Er war zu späterem Zeitpunkt auch selber Professor für Musikgeschichte am selben Konservatorium, und zu seinen Schülern zählten auch Olivier Messiaen, Henri Dutilleux. Olivier Messiaen war sehr inspiriert von diesem genialen Menschen, und er war nie müde, über diesen Menschen einfach zu sprechen. Er war einfach nur sehr begeistert. Eben Emmanuel ist fasziniert von den Möglichkeiten der Modalitäten und also von Tonarten jenseits der Dur-Moll-Skalen. Er interessiert sich dabei nicht nur für die Kirchentonarten, sondern untersucht die Volkslieder der Burgund und auf ihre Tonalität und ihre Periodik. Neben seinen drei Opern, zwei Symphonien, seinen 30-teiligen Zyklus aus den burgundischen Volksliedern, hat er auch sehr gern für kammermusikalische Besetzungen geschrieben. Es gehört auch diese Klaviersonate zu diesen kammermusikalischen Stücken, diese Trio-Sonate. Es ist entzückend und es ist für Klarinette, Flöte und Klavier geschrieben. Viel Vergnügen heute Abend. Thank you.
nächstes Stück ist von Akos Spanlaki geschrieben. Geboren in Ungarn 1966, ist ein österreichischer Komponist und Bass. Seit 1991 in Wien lebender und schaffender Musiker, hat ein großes Werkverzeichnis, welches von verschiedensten Gattungen umfasst ist. Seine Musik ist oft mit schwebender Tonalität und mit fast messianischen Modi charakterisiert. Sein Interesse an die Volksmusik verschiedener Kulturen führten ihn zu seinen ethnomusikologischen Forschungsreisen wie in Kamerun, Äthiopien, Iran, Venezuela etc. Ich und meine Kollegin Vera werden als nächstes den ersten Satz von seiner Suite Opus 55 für Klarinette und Klavier spielen. Das ist der erste Satz, Charleston. Es geht um eine besondere Dualität, eben um Lied und Tanz, Melodie und Rhythmus, Gesang und Fest, das Individuelle und das Kollektive. Eben die sind die zwei großen Urgesten der Musik und auch elementare Bedürfnisse aller Kulturen. Also in diesem Sinne, lasst uns frei singen und tanzen. Thank you.
Wir gehen weiter im Programm mit einer kleinen Besetzungsänderung. Wir spielen jetzt ein Duo für Flöte und Klarinette. Und zwar ein Duo des Komponisten Samuel Walter. Samuel Walter ist ein guter Freund von mir, den ich in Lübeck an der Musikhochschule kennengelernt habe. Er hat dort studiert, ist 1995 in Stuttgart geboren, hat unter anderem auch in Erasmus, ein Erasmus-Semester gemacht in Tallinn und wurde mit sehr, sehr vielen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem ist er Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und hat im Rahmen einer Komponistenresidenz in der Villa Wasmuth in Remagen, Rolandswerth, vor einigen Jahren dieses Duo für Nicole und mich komponiert. Wir sind dann damals auch dorthin gefahren in diese schöne Villa, haben das Stück dort uraufgeführt. Das war eine sehr schöne, sehr produktive Zeit. Das war noch vor Corona. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie einfach und schön damals alles war. Wir hoffen, es wird bald wieder so. Und ich darf hier nur einen kurzen Text vorlesen, den Samuel Walter selbst über sein Duo geschrieben hat. Über ihn ist zu sagen, dass es sich das wirklich besonders an Samuel Walter ist, dass er sich mit allen Künsten sehr stark beschäftigt. Er zeichnet, er schreibt unheimlich schöne Gedichte, er komponiert. Also er ist wirklich so ein Künstler im wahrsten Sinne des Wortes, der alle Elemente der Kunst versucht, ineinander fließen zu lassen. Und das spiegelt sich ein bisschen in diesem Text hier wieder. Zwei Musiker, zwei Stimmen, zwei Linien. Die Konstellation des Stückes ist sehr einfach und simpel. Sie basiert auf einem Grundprinzip des Menschen, der Dualität, der Zweisamkeit. Bei der Komposition Duo 4 für Charles Coquelin handelt es sich um ein Werk, welches explizit nur mit zwei Stimmen arbeitet. Konzentriert, reduziert und organisch. Diese an die Art Monodik angelehnte Struktur zeigt Möglichkeiten auf, mit Linien umzugehen. Wie bei der chinesischen Schrift und ihren festen Strichtypen gibt es auch begrenzte und klare Arten der Melodiegestalten. Aufsteigend, absteigend, schrittweise punktuell, statisch horizontal, wellenförmig gebogen oder als Mixtur vertikal. Diese Elemente bilden den Kern des Stückes, aus welchen sich in einem großen Fluss verschiedene Farben, Muster und Brüche entwickeln und ergeben. Es entsteht ein intimes Spiel zwischen Flöte und Klarinette, zwei Menschen, die sich näher kommen und sich voneinander entfernen, die miteinander und gegeneinander spielen, voneinander getrennt sind und dann doch eins werden. Zwei Stimmen, die singen, die leben und die Zeit und Raum gestalten und füllen mit Klang.
Als nächstes werden wir zwei Duos von Robert Muczynski vortragen. Muczynski war ein amerikanischer Komponist, wurde 1929 in Chicago geboren und seine Musik hat vor allem die amerikanische Neoklassizismus geprägt. Einflüsse aus dem Jazz und so ganz viele Rhythmen kann man auch in der Musik sehr stark merken. Ein Musikwissenschaftler und Künstler, Walter Simons, hat einmal geschrieben, Muczynski schreibt in einer freundlichen Moderne, tonal, aber nicht rückschrittlich, gewürzt mit Dissonanzen und energetischen, asymmetrischen Rhythmen. Ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut seine Musik. Das nächste Stück ist ein Solostück von Ernst Dohnányi, das heißt Basakaya. Dohnányi war ein ungarischer Komponist und er hat sehr lange in Ungarn gearbeitet und später hat er in Amerika gelebt. Das Stück heißt Basakaya und das ist eine Tanzform aus Barock. Es
besteht aus einer Melodie und es folgen dann kleinere Variationen auf diese Melodie.
Ich muss schon sagen, es ist ein sehr, sehr trauriges Gefühl, wenn nach so einem Solostück gar kein Applaus kommt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder live dabei sind und wenn wir dann auch wieder zeigen können, dass uns das sehr gut gefallen hat. Bravo, Nicole. Weiter geht's mit Wolfram Wagner, mit einem Trio, das nicht original für diese Besetzung ist. Es ist insgesamt so, dass diese Trio-Besetzung Flöte, Klarinette, Klavier eine etwas schwierige Besetzung ist. Es gibt nicht viele originale Werke für die Besetzung. Und das Trio, das wir jetzt von Wolfram Wagner spielen, ist eigentlich für Violine, Klarinette, Klavier geschrieben. Wolfram Wagner ist ein Komponist aus Österreich, wurde 1962 geboren. Ich hatte die Ehre, schon viele Stücke von ihm zu spielen, uraufzuführen, gerade diesen September zum Beispiel die Burlesque in der Elbphilharmonie in Hamburg für ein großes Ensemble, aber auch schon zwei Trios mit Kontrabass. Die Musik von Wolfram Wagner ist sehr, sehr rhythmisch, ist sehr interessant. Er hat einmal zu mir gesagt, dass er ein bisschen versucht, die U- und die E-Musik miteinander zu verbinden. Ich glaube, so hat er das ausgedrückt. Also er versucht, eine Musik zu schreiben, die für alle Menschen interessant ist, die allen Menschen was sagen kann, auch unabhängig davon, wie sehr sie gebildet sind, im zeitgenössischen Kontext, wie auch immer. Und dieses Trio, das wir jetzt spielen, daraus spielen wir nur zwei Sätze. Wir spielen den Satz Scherzo und das Finale. Und das Stück hat eigentlich vier Sätze und wurde für das amerikanische Verdier-Trio geschrieben.
Als nächstes kommt ein Solostück für Klavier, geschrieben von Memli Kelmendi. Memli Kelmendi ist ein kosovarischer Komponist, Dirigent und Produzent, geboren in 1986 in Peja, Kosovo. Sein postgraduales Studium für Dirigieren, Gesang und Instrumental hat er an der Universität für Pristina abgeschlossen und auch für Komposition und Musikproduktion in Nordmazedonien, wo er derzeit sein Doktoratstudium für Chorleitung in Skopje Universität abschließt. Er ist unter anderem auch Filmkomponist tätig und komponierte bereits für verschiedene lange Spielfilme, Theaterstücke, Kurzfilme und auch Dokumentarfilme. Er war der Sounddesigner von dem Film In Between, womit das Kosovo erstmals bei der Berlinale 2019 teilgenommen hat. Er ist Gründer und Festdirigent des Siparantum Chor, eines der bekanntesten Chors in Kosovo, der international aufgetreten ist. Sein Opus umfasst verschiedene Werke unterschiedlicher Gattungen, verschiedenster Stilistik und Besetzung. Das Stück, das ich für Sie spielen werde, heißt Renour, ist eines seiner zahlreichen Klavierwerke. Renour heißt auf Latein Ablehnung bzw. Verweigerung. Und der Stil dieses Stückes hat starke neoromantische Einflüsse. Es geht um seelische Spannung, Nostalgie und Hoffnung. Thank you.
einem Duo von André Jolivet. 1905 bis 1974 in Paris hat er gelebt. Sein Vater war ein Maler, seine Mutter eine Pianistin und lange hat Jolivet nicht gewusst, ob er sich für Musik oder für Malerei mehr begeistern kann. Seine Arbeit ist auch immer eine Suche nach der Schnittstelle dieser beiden Kunstformen. André Jolivet war Mitglied der wichtigen französischen Avantgarde-Gruppe Jeune France, unter anderem gemeinsam mit Messiaen. Und seine Musik ist eine Abwendung von dem damals in Frankreich vorherrschenden Neoklassizismus. Er hat selber über seine Musik gesagt: Vom technischen Standpunkt aus ist es mein Ziel, mich völlig vom tonalen System zu befreien. In ästhetischer Hinsicht ist es mein Ziel, der Musik ihre ursprüngliche Funktion im Bereich der Magie und Anrufung zurückzugeben. Einflüsse sind unter anderem indische Instrumentalmusik, arabische Gesänge, rituelle Musik indigener Kulturen und auch der Jazz. Sehr beeinflusst war er auch von Komponisten wie Schönberg, Stravinsky, Debussy und Bartok. Wir spielen nun den zweiten Satz aus der Sonatine für Flöte und Klarinette. Er hat eigentlich drei Sätze, es ist also jetzt der Mittelsatz, den wir spielen. Er ist übertitelt mit Quasi Cadenza, beginnt mit einer kadenzartigen Einleitung und steigert sich dann in einen burlesken Marschrhythmus hin zu einem sehr schnellen Finale.
damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Stück. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei allen bedanken, die uns heute begleitet haben online. Das letzte Stück ist die Techno-Parade von Guillaume Conesson. Guillaume Conesson wurde 1970 in Frankreich geboren und ist einer der erfolgreichsten französischen Komponisten international heute. Seine Werke werden von den Orchestern auf der ganzen Welt gespielt, unter anderem vom Philadelphia Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Royal Konzertgebau, Orchestre National de France, also wirklich international. Er hat selber etwas über dieses Stück, das wir nun spielen werden, geschrieben, das werde ich Ihnen kurz vorlesen. Geschrieben für Flöte, Klarinette und Klavier besteht meine Techno-Parade aus einem Satz mit einem beständigen Beat von Anfang bis Ende. Zwei ansteckend vitale Motive wirbeln herum und knallen aufeinander, was dem Stück zugleich einen festlichen und verstörenden Charakter verleiht. Das Heulen der Klarinette und die obsessiven Patterns des Klaviers versuchen, die rohe Energie von Techno-Musik nachzuahmen. In der Mitte des Stückes jagen der Pianist und sein Notenwender die Rhythmen mit einer Bürste und mit Notenpapier, platziert auf den Seiten des Instruments, begleitet von den gequälten Klängen der Flöte, die mehr wie eine Snare-Drum klingt, und den Glissandi der Klarinette. Nach dieser perkussiven Unterbrechung werden die drei Instrumente in eine rhythmische Trance hineingezogen und beenden das Stück in frenetischem Tempo.
Musik.